Ich grüße euch, meine lieben Länderfreunde. Weiter geht es mit Part 50 im Lass bauen in Blender. Allerdings dachte ich mir, naja, wir können was bauen oder wir können da weiterbauen, wo wir jetzt sind. Oder wir können dies oder wir können das. Oder ich mache einfach vielleicht ein kleines Special-Video. Jetzt nicht im Sinne von Abo-Special, sondern einfach mal, dass man ja, nach 50 Parts vielleicht einfach mal eine andere Baustelle hat und wir machen mal etwas ganz, ganz anderes, was so vielleicht gar nicht mit unserer Stadt zu tun hat. Einfach, dass ein bisschen Abwechslung drin ist, dass man auch mal was anderes sieht, als immer nur die Stadt und Häuser und was wir nicht alles schon haben. Und ich dachte mir, ja, ich bastel uns mal eine ganz kleine Szene zusammen, was man vielleicht auch so dann ja hinterher nachmachen kann. Das, ich werde mir auch hier natürlich Zeit lassen. Ich habe das oder beziehungsweise ich mache das jetzt blind in Anführungsstrichen. Also genauso auch wie bei Lass bauen in Blender, aber halt nicht das, was wir eigentlich bauen. Ah shit. Aber es geht schon mal wieder gut los. Das ist doch schon mal hier ein gegebener Fakt, den wir auf jeden Fall schon mal mit einbeziehen können. So, erstmal eine Plane hinzugefügt. Was möchte ich bauen? Ich dachte mir, jeder, der ihn vielleicht kennt von meinem Zweitkanal, der Ghetto-Boss Baba-Style, der hat eine wunderschöne Sonnenbrille auf und jetzt kommt ja auch so langsam die Jahreszeit, wo man wieder ja, so Sonnenbrillen trägt. Auch wenn vielleicht teilweise das Wetter noch nicht so ist, dass man jetzt unbedingt eine braucht. Aber diese Zeit kommt auf jeden Fall jetzt, wenn dann auch wieder der Sommer irgendwann anfängt und so Geschichten. Und wir basteln uns einfach eine, ja, eine kleine Liebe-Szene sozusagen mit der Sonnenbrille vom Ghetto-Boss. Mal sehen, ob ich das so hinbekomme. Ich bezweifle das noch ein wenig, aber wir schauen einfach mal. Und grundlegend Gedanken habe ich mir natürlich schon gemacht und ich fange jetzt einfach mal an. Das Schöne ist, ich muss hier nicht auf ja, Vertices oder ähnliches achten, sondern ich mache hier einfach mal los und gucke, was bei rumkommt. Und ja, natürlich wie gewohnt auch wieder schön mit Musik unterlegt und so weiter. Dass hier alles wirklich so ist wie gewohnt. Ist natürlich die Frage, die sich gleich schon wieder stellt, wie groß wir das alles machen. Also wirklich wieder gegebene Verhältnisse hier. Da ist das dann so. Moment, das ist jetzt falsch. Wir machen das mal so hier. In etwa müsste das ja sein. Dann käme hier, ich weiß nicht, ob ihr diese Brille schon mal gesehen habt. Wahrscheinlich, es wird jetzt auch nicht 100% diese Brille werden. Aber so in etwa dachte ich mir, könnte man das vielleicht machen. Mal gucken, ob das alles so was wird. So, ich schiebe das hier erstmal ein Stück ran, weil natürlich, Moment, hier, diese ganze Nasenpartie, will ich sie mal nennen, natürlich ein bisschen enger wird, weil wir es später natürlich dann noch spiegeln werden und so weiter. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie wir das jetzt hier am geschicktest machen, so vielleicht oder nee, gefällt mir doch nicht so gut, so müsste das in etwa sein, mal gucken, ob das jetzt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, noch ist es der erste Take, noch kann ich es ja sagen, ich würde den gerne nochmal subdividen hier, also im Grunde zeichne ich mir jetzt hier nur grundlegend das Muster oder die frontorthografische Ansicht der Brille sozusagen, wenn man es so nennen möchte. Und ja, wir schauen einfach mal, was bei rumkommt. Wir duplizieren uns hier den Kollegen nochmal, ziehen den mal hier runter. Ich muss mal gucken, der hat in so ein doofes Loch sozusagen. Gucken, ob das alles so wird, wie ich es mir vorstelle. Wahrscheinlich wieder nicht. Ich sehe das doch schon kommen. Machen wir es mal so. Wie ist das jetzt? Nee, F. Ja, nee, ist auch kacke. Machen wir es einfach so. Was soll der Schniss? So, und hier hat der ganze Spaß. Das ist viel zu lang schon wieder, glaube ich. Hier hat das Ganze dann so eine etwas rundere Rundung. Ups. Wir machen das jetzt mal so. Zack. Dann ziehe ich mir den Kollegen hier noch ein Stück ran. Und dann haben wir in etwa schon mal so das Grundmuster dieser Brille bewerkstelligt, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, wir müssen das natürlich dann gleich auf 3D das Ganze noch umsetzen. Ich sehe schon, dass das hier gar nicht so richtig hinhaut. Ich überlege gerade, warum.
Das müsste eigentlich eher so sein. Aber dann ist diese Rundung nicht mehr ganz so schön, aber so ist es eigentlich eher. Dann können wir den noch ein Stück hochziehen. In etwa so. Und ja. Ja, es sind hier sehr scharfe Kanten eigentlich an der Brille, aber ich weiß nicht, ob ich das so machen soll oder ob ich die einfach ein bisschen abrunde. Subdividen das hier mal an der Stelle. So, huch, will nicht. Jetzt aber. So, jetzt schnappen wir uns hier ein Vertice und ziehen hier einfach mal den Außenrand in etwa lang. Und dann denke ich mal, kann man schon so relativ gut erkennen, um was es sich dann hier mal handeln wird. Hast du schön mal nicht auf irgendwelche Sachen zu achten, wie Vertices oder beziehungsweise Menge an Vertices oder so Sachen. Sondern da wirklich mal machen kann, wie man möchte. Einfach mal loslegen. So, es ist, also es gibt natürlich, sagen wir mal lieber so rum, es gibt natürlich tausende Möglichkeiten, so eine Sonnenbrille zu modellieren. Ja, also wie ich das jetzt mache, ist wahrscheinlich wieder ziemlich unkonventionell. Und das würde wahrscheinlich keiner empfehlen, das so zu machen, keine Ahnung. Aber was soll's. So, machen wir einfach mal so. Also es geht jetzt gar nicht mal unbedingt darum, dass hier die Punkte so unbedingt übereinander liegen oder ähnliches, dass man die jetzt alle miteinander verbindet. Ich meine, ich drücke hier einmal, drücke F und dann habe ich da auch die Faces drin. Ja, also von daher ist B-Mesh macht es da schon ein bisschen einfacher. Was wir jetzt erstmal machen müssen, das habe ich ganz vergessen. Wir drehen uns das erstmal hoch. Kann ja auch so bleiben. Gehen hier nochmal in den Edit-Mode und schieben das mal ein Stück rüber. Und dann hauen wir uns nämlich erstmal den Mirror drauf. Den brauchen wir auf jeden Fall. Hauen hier mal Clipping an und zack, da klippt er schon so. Ist natürlich jetzt sehr klein im Verhältnis zu einem Cube. Der ist sehr groß, deswegen skalieren wir uns das, glaube ich, erstmal ein bisschen größer. Kann man das ein bisschen besser sehen. Ja, und jetzt kann man doch schon relativ gut erkennen, was das hier ist. Ich bräuchte vielleicht den hier mal, dass ich das hier ein bisschen besser ausbauen kann. So. Machen wir es einfach mal so. In etwa dürfte das hinkommen, denke ich mal. Machen den vielleicht noch ein bisschen größer hier. Wie gesagt, auf die Hundertstel genau will ich es da jetzt nicht machen. Soll halt nur so ein bisschen hinkommen. So, als nächstes nehmen wir die beiden. Obwohl, eigentlich könnten wir die auch einfach verbinden. Dann hier die mal nehmen. Und nach hinten extrudieren. Dann haben wir natürlich ein sehr schönes Ergebnis. Ja, es war natürlich wieder Fail. Überhaupt könnte ich das erstmal speichern hier. Brille 1, fertig, aus, ist der Hase. Ja, wir verbinden das doch erstmal hier, glaube ich, alles. Das dürfte, glaube ich, am meisten Sinn machen. Faces erstmal, was ist denn da jetzt passiert? Faces rauslöschen. Hä? Ach so, weil der das jetzt als 1 macht, geht das natürlich da durch. Das ist doof. Gut, dann müssen wir es doch anders bewerkstelligen. Und zwar müssen wir es dann doch einzeln machen. Ich kann das eigentlich auch mit C markieren. Und dann hier einfach so zip die Runde mal rumgehen. Ja, mein engelsgleicher Gesang untermalt hier die stupide Arbeit an der Brille. Zip. Natürlich freue ich mich, wenn ihr Lust habt und da Videoantworten machen möchtet. Keiner ist gezwungen. Wenn jemand Lust hat, dann einfach eine Videoantwort machen. Vielleicht sogar von der Brille, die ihr aufhabt. Oder irgendwie so.
würde ich mir denken. Stimmt das jetzt überhaupt irgendwie nicht so richtig? Woran liegt das? Das muss weiter rüber. Und der muss irgendwie weiter hier hin. Zip. Zip. Genau, und jetzt kommt das auch mit der Rundung da ein bisschen besser hin. Das vielleicht mal so hier. So. Eigentlich könnte ich das jetzt hier auch mit Proportional Editing machen, aber ich runde es einfach mal so aus. Reicht ja völlig aus. Zack. Und jetzt könnte man es nämlich nehmen und extrudieren und dann hätte man hier das Brillengestell. Ist natürlich jetzt ein bisschen dick, deswegen machen wir das nochmal rückgängig. So, zack. Gucken wir mal, wie dick das sein könnte. So vielleicht. Würde ich sagen, in etwa, ja, so könnte man das machen. Ich würde, oder warte mal, wir hauen erstmal ein 2er Subsurf drauf. Das sieht natürlich jetzt urstkackt aus. Das ist jetzt natürlich das Problem, wenn man das Ganze mit so einem kaputten Mesh macht, sozusagen, also mit B-Mesh. Was ist denn da los? Wieso ist denn, das verstehe ich auch nicht, wieso das hier jetzt dann weiß ist an der Stelle. Es ist doch noch gar kein Material drauf. Ja, unable to remove, toll. Aha, jetzt. Okay, gut, dann probieren wir es mal anders. Mit dem Bevel. Bevel ist immer auch eine gute Alternative. Aber ersetzt natürlich am Ende kein Subsurf. Zumindest nicht wirklich. Und ich komme hier auch nicht dazwischen. Nee, das müssen wir ordentlicher machen. Schade, ich dachte, das würde funktionieren. Warum ist denn das jetzt so? Achso, ja, wegen Bevel, sorry. Oh, ich nur wieder. Nee, das müssen wir auf jeden Fall ordentlicher machen. Subsurf, komm, noch ein Stück. So, jetzt wird ein Schuh draus. Und jetzt müssen wir das auf jeden Fall ordentlicher machen. Das wird natürlich jetzt mit Sicherheit eine etwas anstrengendere Geschichte. Da wir hier ja natürlich viele Unterteilungen haben werden, die wir ein wenig ausbessern müssen. Ups. Clipping mal deaktivieren. Haben wir hier mal ein Subdivide rein. Ja, hätte ich eigentlich auch vorher mal drüber nachdenken können. Aber das, so ist das halt in Lass bauen, in Blender. Da gehen halt auch mal Dinge schief und da muss man halt dann auch noch manchmal was anfangen oder beziehungsweise noch mal was anderes anfangen, was man so eigentlich nicht geplant hatte. Und wir wissen alle in Blender, es ist wichtig, dass man eine saubere Topology hat. Einfach, ja, deswegen. Ja, haben wir ja gesehen, warum. Sonst funktioniert nämlich nichts. So, zack, jetzt haben wir da Vierecke, Vierecke, Vierecke. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Das könnte man eigentlich so machen. So müsste es funktionieren. Ich hoffe jetzt nur, dass das nicht völlig umsonst sein wird. Nicht, dass das hinterher dann immer noch genauso aussieht. Da würde ich mir richtig die Kugel geben. Aber dann können wir es halt auch ausbessern, weil jetzt können wir hier auch Loops setzen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall viel, viel besser. Deswegen, das war natürlich mit Absicht. Ich wollte euch das mit Absicht zeigen, dass ihr immer dran denkt, eure Topology möglichst sauber einzurichten. Ja, dass wir jetzt hier auch in einem Rutsch da Edge Loops setzen können und so weiter. Ist das schon eine wichtige Sache? So, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Zack, dann können wir auch so das Mesh nochmal ein bisschen ausbessern. Ich denke, dass das natürlich dann auch hinterher ein bisschen besser aussieht. Natürlich, wenn der Subsurf drauf liegt, der kaschiert ziemlich, ziemlich viel. Ja, also das darf man auch immer nicht vergessen. Der rundet das schön ab und dann wirkt das hinterher nochmal viel ordentlicher, als es eigentlich war in der vom Grundmesh her. Oder im Gegensatz zum Grundmesh.
So, hier haben wir jetzt zum Beispiel wieder das Problem, dass wir hier ein paar Unterteilungen so einfügen müssen. Der rutscht ja immer runter, ich weiß gar nicht wieso. 2, 3, 4. Haben wir die hier? Den könnte man eigentlich auch... Ja gut, in der Originalbrille ist es jetzt ein bisschen anders, aber wir ziehen das jetzt einfach mal hier so runter. Soll ja auch ein bisschen eigene Kreativität mit drin sein. So, dann haben wir 1, 2, 3. Da müssen wir den unterteilen. Haben wir hier den vierten. Ich würde den gerne so mittig setzen, weil wenn wir den mittig setzen, dann geht hinterher, denke ich, der Loop auch darum. 2, 3, 4. Nochmal unterteilen. So, süpp, süpp, süpp. Und voran geht es mit unserer Brille. Ist das gemütlich? Ja, Brille Fielmann ist natürlich auch ein Thema, was viele beschäftigt. Ist Brille Fielmann wirklich so ein guter Hersteller? Oder sollte man vielleicht lieber zu Brille Wenigmann ausweichen? Das ist natürlich eine Frage, die ich euch nicht beantworten kann. Ich selber bräuchte eigentlich eine Brille, aber ich trage keine. Ich hatte früher meine Brille, die hatte ich von Apollo Optik, da war ich, also es gibt wie gesagt natürlich auch noch ganz viele andere Hersteller. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, von Apollo Optik, aber die habe ich gehasst wie die Sau. Und die hat mir nicht so gut gefallen. Und das war, als ich, weiß ich nicht, 13 war oder 14 war oder so. Und da sind ja so eine Sachen dann eh immer nochmal, wo man sagt, naja, lieber nicht. So, und jetzt sehen wir schon hier ein viel schöneres Mesh. Also außer da oben, was ist da? Achso, ich habe da natürlich wahrscheinlich jetzt Faces drin. Das ist der Grund, Moment, ja genau, hier sind Faces drin. In diesen Zwischenräumen, die müssen weg. Und dann haben wir hier eine sehr schöne, saubere Topology. Dann würde ich das gerne mal smooth shaden. Zack, und das sieht doch auf jeden Fall schon mal nach was aus. Ich würde hier vielleicht gerne... kann man das hier so machen? Ja, kann man. Hier gerne noch ein bisschen was improven, weil der ist eigentlich, also ganz so eckig ist der ja nicht. Der ist hier unten so ein bisschen rund, so eigentlich, ja, irgendwie sowas in dem Dreh, kommt schon in etwa hin. Was mir nicht so gut gefällt, ist jetzt dieser Edge Loop hier, den ziehe ich einfach mal ein Stückchen hoch, da ist mir die Kante ein bisschen zu, ja, zu rund. Quatsch, zu eckig, und ich würde die aber gerne ein bisschen runder haben. So vielleicht. Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Hauen wir hier einfach mal noch en masse Edge Loops rein. Und dann haben wir schon mal ein sehr schönes Grundgestell für unsere Brille. Natürlich ist eine Brille jetzt nicht so schnurgerade, ja, ist ja keine 3D-Brille, aber das machen wir dann gleich alles noch. Jetzt geht es erstmal darum, hier habe ich mir auch noch gar nicht überlegt, wie wir das machen. Auf welcher Höhe wären das denn etwa? Das müsste in etwa hier sein. Also hier wahrscheinlich so. Ups. Machen wir das einfach mal so. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Müsste eigentlich. Also müsste eigentlich ist natürlich immer relativ. Aber schauen wir mal. So, Vertex. Zack, zack, zack. Hier das vielleicht noch ein bisschen ausbessern. Die ganze Sache hier noch ein bisschen, ja, schöner einfach machen. Ihr wisst ja, ich versuche das immer halbwegs schön zu machen, dass die Sachen auch dann hinterher ein bisschen ansprechender sind. Aber am Ende wird es natürlich die Brille vom Ghetto-Boss. Das sieht aus bisher, du lieber Gott. Mal sehen, ob ich das überhaupt hinterher so anbieten kann. Wahrscheinlich nicht. Wie ist das dann da hinten? Das biegt sich so rein. Ich würde sagen, wir hauen hier einfach mal ungeachtet der Tatsache ein paar Edge Loops rein. An einer Stelle verengt sich das dann hier noch, das ist da. Und hier hinten biegt sich das so, sagen wir mal, so ein bisschen rein. Wird dann da auch ein bisschen rund. In etwa so. Genau. So, eine Sache müsste man hier vielleicht noch verbessern. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, das hier, ups, natürlich die ganze Sache. Aber ich glaube, das kommt dann hinterher auch ein bisschen durch die Biegung. Weiß jetzt gar nicht, ob das... Nee, das machen wir jetzt mal noch nicht. Wow, shit. Machen wir jetzt mal noch nicht, denn...
Hinterher biegen wir die Brille natürlich so nochmal und von daher darf da jetzt nicht schon irgendwie eine Biegung drin sein, denke ich mal. Das würde, glaube ich, eine Unsauberheit, ja, Verwirrung reinbringen. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass die Brille zu dünn ist durch den Subsurf. Das werden wir kurz auch mal improven. Wupp. In etwa so vielleicht. Ja. Vielleicht ein paar schärfere Kanten. So in etwa dürfte das hinkommen. Und hier drin dürfen wir dann auch nicht vergessen, mal das ausmachen. Die ganze Sache hier sind ja diese Nasenflügel-Geschichten, dass man die hier auch so ein bisschen andeutet, wo das Ding dann auf der Nase sitzt. Gucken, ob man das so machen kann. Kommt halt auch darauf an, wie weit zieht man das jetzt raus. Nimmt man die beiden noch ein bisschen mit. So, zack. Haben wir das? Theoretisch müsste man, oder nee, eigentlich, ja, ach nee, ich lasse das mal so. Ich glaube, das gefällt mir so besser. Ja, jedenfalls zu der Story mit meiner Brille, wo ich damals die Brille hatte. Es hat mich nie einer gehänselt deswegen oder ähnliches, aber ich habe mich trotzdem so unwohl gefühlt. Ey, ich glaube, weiß nicht, das war so im Laufe der Pubertät, da ist man halt nicht gemacht für sowas und da kann man sowas dann auch nicht so richtig, ja, verkraften, will ich mal sagen. Wenn man sich dann selber irgendwie unwohl damit fühlt oder ähnliches, dann soll man doch sowas lieber lassen. Ich meine, manche können nicht ohne Brille leben. Ich konnte es damals und habe es halt auch einfach eiskalt gemacht. So, hier ist das Ganze jetzt folgendermaßen. Zack und zack. Warte mal, wie ist denn das jetzt hier? Das nochmal kurz ein bisschen improven. Warte mal, da ist da noch ein Face drin? Nee. 3, 4. Ich krieg's aber auch nicht geschlossen. Aha. So, da war ein Face drin, aber das war unsauber. So, und das war jetzt in dem Fall in etwa so. Das zieht sich dann hier. Oder warte mal, wir machen das mal anders. Weil am Anfang ist die noch relativ geradlinig, die Brille. Die wird dann erst im Laufe der Zeit, oder zieht sich erst im Laufe der Zeit so ein bisschen zusammen, weil dann dort, ups, eine neue Stelle anfängt, sozusagen. Zip, achso, jetzt habe ich das übrigens wieder falsch gemacht, ich Idiot. So, zip, 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 zip. Ist die Frage, geht das nach innen? Jetzt muss ich mal kurz das angucken an der Brille. Das hat das Ding außen, das heißt, das muss dann in die andere Richtung gehen. Und das wiederum bedeutet, ich nehme den ganzen Kladderadatsch hier einfach mal mit den Penömpels und ziehe das mal in die Richtung. Gucken wir das mal von hinten an. Da sieht man natürlich jetzt nicht so viel. Aber so in etwa ist das doch ganz hübsch. Außer jetzt das hier. So. Machen wir das hier noch ein bisschen extremer. Und hier noch ein bisschen extremer. Und dann haben wir da eine relativ solide Abgrenzung. Wo ist die Brille hier? Eine relativ solide Abgrenzung. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, das wird ja an der einen Stelle auch noch eingeklappt. Ich glaube, mit so einem Mechanismus werden wir das wohl nicht so richtig machen. Weil, ja, ich jetzt spontan nicht wüsste, wie ich das machen soll. Unter anderem. Machen wir das einfach. Oder nee, warte mal, wir machen das mal mit Edge Loop. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir können ja hier durchgucken. Und was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau so. Moment. Mit Steuerung gedrückt halten, bitte. Irgendwas geht doch da schon wieder schief. Warte mal. So, zack. Steuerung gedrückt halten, Steuerung gedrückt halten. So. Und, lol.
Den ganzen Kollegen brauchen wir eigentlich zweimal, denn da wird dann am Ende, ich weiß nicht, warum der das so komisch zieht, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich muss sagen, ach hier, guck mal hier, Dissolve, der macht irgendwie mit Blender ganz komische Sachen derzeit, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an mir liegt oder was das ist, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. So, und jetzt müssten wir hier... Der ruckelt auch total. Ich habe gar keine Ahnung, warum. Es ist gar kein Grund, so rumzuruckeln. So, jetzt ziehen wir das einfach mal ein Stückchen rein hier. Das wird jetzt quasi, wenn man es noch nicht so richtig erkennen kann, der Übergang... von der Brille, beziehungsweise ja, von der Brille in den Brillenträger, will ich es mal nennen. Wie sagt man denn? In die Bügel. Zip, zip. Ich kann mal die auch im Ganzen nehmen. Und die ziehen wir einfach noch so ein Stück zurück. Das zerstört uns wahrscheinlich komplett das Mesh. Gucken, welche ich da wieder zurückziehen muss. Das werden die sein. Ich kriege aber auch keinen Edge Loop rein. Nee, das ist alles Quatsch. Ich müsste den mitnehmen. Genau. So, dann haben wir den. Und jetzt müsste ich hier das irgendwie ein bisschen ausrunden können. Warte mal hier. Es ist alles eine Friemelei. Ich überlege, ob wir das gerade überhaupt so detailliert brauchen. Denn dort steckt er dann später eigentlich wirklich nur die Brille dran. Sozusagen. Aber es ist halt eigentlich viereckig. Also versuchen wir das mal hinzukriegen. Ich weiß noch nicht, wieso er hier das Mesh so zerstört. Das müssten wir eigentlich auch gleich mal verbessern. Es ist, glaube ich, ist hier noch irgendwo ein Face drin? Was ist, wenn ich das rausnehme hier? Was für Faces sind denn das? Nee. Zip. Und was hat... Was ist da hinten eigentlich? Hier, das ist auch so ein Bug, den ich nicht verstehe. Geh doch mal dahin jetzt. Dass dann die Dinger... Ach so, hä? Ach so. Nee, also das ist so ein Ding. Naja, egal. Wollen wir uns jetzt mal nicht ablenken lassen. Machen wir es anders. So gefällt es mir in jedem Fall nicht. So möchte ich es nicht haben. Von daher muss es verbessert werden. In gegebener Hinsicht, dissolven wir das mal. Das ist soweit auch ziemlich beschissen. Vertices, Vertices, Vertices. Wir müssen das wirklich anders aufbauen hier, den ganzen Kollegen. So, wir machen das jetzt mal so. Ziehen den direkt so zusammen und machen das so. Da machen wir es nämlich nicht so detailliert. Detailliert. Sondern machen es eher so ein bisschen rotieren. Ein bisschen undetailliert. Sind wir ja gewohnt auch aus den Lass bauen in Blender-Folgen. Da ist ja wenig detaillierter Kram. Da sind ja mehr grobe Sachen. Halbwegs passabel umgesetzt. Und jetzt müssen wir das noch ein Stück ziehen hier wahrscheinlich. Dass es hier ein bisschen runder wirkt. So, zack. So, und jetzt nehmen wir nämlich den Rest der Brille. Oder beziehungsweise eigentlich können wir erstmal den Kollegen hier nehmen und die Vertices löschen. Dann nehmen wir den. Und machen das hier jetzt genau andersrum. Zip. Kann man hier auch gleich so machen. Zip. Skalieren den hier mal zusammen und fahren den hier raus. So, ups. Speichern zwischendurch natürlich auch immer mal. Und dann fahren wir die ganze Geschichte einfach hier mal ran. In etwa so. Ich sehe gerade, dass das ein bisschen gebogen ist. Das sollte natürlich
Obwohl, wie ist denn das im Original? Ja, kann auch ein bisschen gebogen sein. Frisst jetzt kein Brot. Steuerung L. Jetzt müssen wir nur versuchen, das hier halbwegs unterzukriegen. Der endet dann da eigentlich. Da ist also nicht mehr viel los. Und dann gibt es hier den direkten Übergang. So, zip. Zip. So, und das gefällt mir doch eigentlich schon viel, viel besser als das, was wir gerade hatten. So, also ist natürlich jetzt nur grob angelehnt an das, wie die Brille eigentlich ist, aber kommt dem doch schon relativ nahe, muss ich sagen. Da können wir hier noch einen ranziehen. So. Ja, in etwa. Jetzt ist das Ding natürlich noch viel zu kurz hier. Das sieht ja aus wie Mäusebeine. Und das ziehen wir jetzt noch entsprechend lang. Ja, vielleicht ein bisschen zu lang. Zip. So. Also man muss ja immer davon ausgehen, wenn ich das jetzt hier so habe, ja, und dann nehme ich die ganzen Kollegen, sagen wir mal so, und drehen die um den 3D-Cursor, dann müsste das ja entsprechend so hinkommen. Genau. Zip, haben wir. So, das jetzt so viel dazu. Jetzt gibt es hier allerdings das Problem, was ich gerade sehe, dass dieser ganze Kollege hier eigentlich viel länger ist. Mal kurz gucken, dass wir da alle erwischen. Welcher fehlt denn da jetzt noch? Na toll. Der fehlte, glaube ich, noch. Ja, genau. Zack und zack. Denn der geht dort eigentlich nicht über, sondern der ist mehr in etwa so. Und der endet dann da eigentlich. Irgendwie sowas in der Richtung. Also nicht ganz so komisch, aber so theoretisch. Zip. So, jetzt müssten wir den eigentlich hier... Ich kann jetzt wahrscheinlich bloß die alle nicht markieren, doch ich kann die markieren, indem ich einfach die Faces nehme. Und die an der Stelle einfach mal gerade rücke. Da ein bisschen hinziehe. Die Problematik, die jetzt hier nur besteht, ist, dass wir hier natürlich auch ranrücken müssen. Zack, hier braucht man noch einen Edge Loop. Hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Da noch einen hin. Jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viele Edge Loops. Aber naja, das sieht doch auf jeden Fall schon mal besser aus. Zack. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir Folgendes. Den Cursor in die Mitte. Ups. Moment. So. Alles mal nehmen. Und Clipping aktivieren. Und alles so ein Stück zusammenpappen. Ja. In etwa so kann man das machen. Jetzt ist die Frage. Zip. Den vielleicht. Den Punkt. Habe ich das überhaupt? Ich habe das jetzt gar nicht um den 3D-Cursor. Machen wir das mal. Ja, ganz so weit ist er eigentlich gar nicht, muss ich zugeben. So, dass der eine leichte Drehung drin hat. Natürlich auch hier wieder der Punkt. Ich könnte es wieder mit dem Dingens machen. Sag schon. Na sag mal, Proportional Editing. Aber ich mach's so. Und das gefällt mir eigentlich soweit ganz gut, außer dass natürlich dieser Kollege hier noch zu weit oben ist. Also der, ups,
Das muss ich wahrscheinlich mit Proportional Editing machen. Der geht eigentlich eher so ein Stück runter. Dreht sich dann so noch ein Stück ein. In etwa so, denke ich, kann man das machen. Ist jetzt nicht wirklich 1:1, ja, also ganz wichtig. Aber so in etwa kommt das hin. Zack. Da haben wir jetzt eine sehr schöne Brille. Jetzt ist natürlich die Sache, dass die Brille natürlich auch noch zack. Auch sehr schön, wenn man ein sauberes Mesh hat. Man kann einfach so einen Edge-Loop mal anwählen und das Ganze auswählen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ach so, dass die natürlich noch Gläser hat. Sozusagen. Ich würde hier gern erstmal noch optimal Display einstellen. Hier natürlich auch. Dann ist alles ein bisschen übersichtlicher. Dann hat man da nicht so Kauderwelsch. Naja, ihr wisst, was ich meine. Im Mesh. Ach so, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Das natürlich wieder im Dingens-Mode verschoben. Zip. Zum Beispiel hier könnte man jetzt auch noch ein Subdivide reinziehen. An der Stelle ist das jetzt nicht ganz so schlimm, da hinterher eh hier nur eine Plane drauf liegt, auf die man jetzt beispielsweise auch also nicht noch ein Solidify legen kann oder ähnliches. Da macht das jetzt nicht ganz so viel, wenn es da nicht so perfekt ist. So, passt das jetzt hier alles? Wollen wir mal zusehen, dass wir das hier alles ins Mesh kriegen, dass sich das ein bisschen versteckt. So. Zack, zack, zack. So, simbalabum, bum, bum, ab ins Smash. Wahrscheinlich schieben wir das jetzt hier alles sonst wohin und wenn wir jetzt gleich die Ansicht wechseln, dann hängt das alles sonst wo in der Luft. Obwohl, geht eigentlich. Ja, denke mal, kann man so anbieten. Jetzt machen wir das einfach mal zu. Das sieht natürlich überhaupt nicht schön aus. Sehen wir ja schon. Deswegen machen wir das nochmal zurück. Und ich denke mal, wir machen uns doch die Mühe und kreieren hier doch ein halbwegs sauberes Mesh. Ich denke, das ist einfach hinterher schöner. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, nochmal und nochmal. Ich denke, das macht dann einfach hinterher wesentlich mehr Spaß, das Ganze anzuschauen. Muss man sich nicht irgendwie ärgern über irgendwelche, Gegebenheiten, die da jetzt irgendwelche Fehler verursachen oder sowas noch dazu, wo Blender gerade eh so merkwürdig ist, wie ich finde. Und so haben wir doch hier eine wesentlich schönere Alternative. Zack, dann haben wir hier jetzt den und den. Der ist mir aber zu weit drüben, also subdivide ich das Ganze nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und dann wird wieder verbunden. So, und das ist doch, denke ich mal, wesentlich schöner. Und jeder, der Ahnung hat, wird mir auch zustimmen, dass eine saubere Topology wie in dieser Ecke zum Beispiel immer wesentlich schöner ist als irgendwie B-Mesh. So, dann schauen wir mal weiter. Zack. Also ich mache das natürlich jetzt hier auch übertrieben kompliziert, ja. Also, wie gesagt, müsste man am Ende gar nicht so machen. Aber schöner ist halt schöner. Und, ich weiß übrigens gar nicht, was so aktuell los ist in der Welt, muss ich sagen. Ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Haha. Nee. So, zip, zip. Ich bin sehr glücklich soweit eigentlich mit meiner Lass bauen in Blender-Serie. Macht mir sehr viel Spaß immer noch.
Gott sei Dank. Wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Weil, was würdet ihr nur tun ohne mich? Dann müsstet ihr selber Videos machen. Und das ginge natürlich nicht. Von daher bin ich natürlich täglich für euch da von 12 bis Mittag und mache Videos für euch. So, zack, zack, zack. Also für saubere Topology werde ich in dem Fall auf jeden Fall eine 1 plus kriegen, mindestens. Da kann dann wirklich keiner meckern, dass ich hier irgendwie was nicht sauber genug gemacht hätte. Denke ich mal. So, und man soll ja immer mit gutem Beispiel vorangehen und den Zuschauern zeigen, wie man es macht. Und von daher mache ich das. Oder zumindest so gut wie möglich. So, ups. Jetzt guckt das hier wieder raus ein Stück. Das müssen wir wieder zurückziehen. Das ist natürlich eine Problematik. Man sieht ja auch, dass es irgendwie nicht ganz mittig ist von der Brille. Müssen wir dann gleich nochmal abpassen. Aber so grundlegend sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus als ja, gerade noch. Smooth Shaden. Und ja, gefällt mir wesentlich besser. Freue ich mich hinterher wesentlich mehr, das dann anzugucken. Und ja, bin auch wesentlich stolzer dann hinterher drauf, falls ich eine Videoantwort kriege. Und Leute sagen, guck mal, ich habe das auch so gemacht und ich habe auch eine ganz saubere Topology. Außer an der einen Stelle, da hatte ich 5 Vertices, haha. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihr wisst, wie die Regeln sind. Da kennt man nichts. Und wenn man nichts kennt, kennt man halt nichts. So, zack, machen wir das mal so. Kriegen den hier auch noch sauber auf die Reihe. Und ja, an dem 5er hier unten stören wir uns jetzt nicht weiter, das ist jetzt nicht so ein Problem. Aber wie ihr gerade gesehen habt, das andere ist dann doch schon nicht so schön und ist nicht so schön vorzeigbar, wie wenn ich so mache, wie ich es jetzt mache. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber naja, so, zack. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und das dürfte eigentlich auch so weit hinkommen. Ja, gerade sah ich es noch. Also subdividen wir den an der Stelle. Was ich übrigens eine sehr schöne Neuerung finde, dass man da einfach Edges nehmen kann. Und, also was heißt eine Neuerung? Das gibt es ja schon ewig. Aber halt diese Grundidee, dieser Grundgedanke dahinter, da einfach Edges zu nehmen und die da ja, nochmal zu unterteilen, macht es doch wesentlich einfacher, finde ich. So, ist das jetzt da irgendwie komisch gewählt? Aber ich glaube, das sieht man dann hinterher sowieso nicht unbedingt. So, und so haben wir doch eine wesentlich schönere Brille als vorher. Und was ich jetzt auf jeden Fall gerne noch machen würde, ist diesen Kollegen hier zu nehmen. Zip. Wie war denn das? Steuerung E, Edge Loop. Steuerung E, Edge Slide. Den hier richtig schön bis an die Kante zu ziehen. Was ist das denn für ein Teufel? Aber so geht es eigentlich auch. So war es jetzt zwar nicht geplant, aber so geht es auch ganz gut. Haha, nicht schlecht. Ja, und das kommt eigentlich der Brille schon relativ nah. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, dass hier die der Rahmen der Brille ist ein bisschen zu groß. Ja, also das auf jeden Fall. Aber ja, muss so sein. Probieren wir mal kurz was. Das so funktioniert. Ne, zerstört uns das Mesh. Ja, ach egal, lass mal einfach so. Ist gechillt. Sieht ganz gechillt aus. Und fetzt auf jeden Fall. Was haben wir jetzt hier noch? Hier können wir noch was verbessern und hier, dass da noch ein bisschen zackiger ist, ein bisschen kantiger und jo. So, jetzt haben wir mit der kleinen Brille hier 18.000 Faces, das ist ja auch überhaupt nicht übertrieben. Aber was soll's, was tut man nicht alles für den Ruhm? Ich würde es vielleicht gerne in Cycles machen. Ups, dann haben wir das soweit. Achso,
was wir noch machen sollten, ist, Moment, hier wirklich ein, Entschuldigung, ein Solidify draufzulegen. Oh, das sieht natürlich auch cool aus. Das ist dann für Dioptrienstärke, weiß ich, 120 braucht man das dann so. Machen wir Punkt 005, ist auch noch zu viel. Punkt 001, ist auch noch zu viel. Punkt 0005, auch noch zu viel. Punkt 0001, ist genau richtig. In etwa. Natürlich das Ganze hier nehmen und noch ein Stückchen, ein kleines Stück vorziehen. Vielleicht hier den Kollegen auch noch mal ein bisschen anpassen. So. Ja. Soll mal so in Ordnung sein. Wir richten mal gerade die Kamera aus. Und dann denke ich mal, machen wir uns mal dran, das Ganze in eine halbwegs schöne Szene vielleicht zu packen. Wo ich mir jetzt gerade noch überlegen muss, wie wir das machen. Eine Sache vielleicht noch kurz. Zip. Was uns vielleicht die Arbeit ein bisschen erleichtert. Oder mache ich das? Nee, wir machen das anders. Wir machen das mal so. Steuerung P Object. Jetzt müsste das da... Was habe ich denn jetzt? Jetzt müsste das da eigentlich mit drin sein. Ich kann es gerade nicht auswählen. Ach nee, ich habe es ja nur geparented. Genau, also die kann ich jetzt noch alleine bewegen. Aber die Brille funktioniert auch so. Das ist doch sehr schön. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir das einfach mal so. Und ja, das baue ich gleich noch ein bisschen weiter aus, keine Angst. Mir gefällt das dann noch nicht so richtig, sehe ich gerade. Zip. Das muss hier auf jeden Fall noch verbessert werden. So geht es ja wohl nicht. So geht es ja wohl nicht. Geh auf Z. So, geh auf Y. Meine ich natürlich. So, und so dürfte es jetzt ein bisschen runder sein. Ja, das ist okay. Wunderbar. Und dann fangen wir mal an, uns die Szene aufzubauen. Licht kann natürlich erstmal weg. Also ich werde jetzt hier nichts groß Spektakuläres machen. Ja, also nur als Vorwarnung. Nicht, dass ihr jetzt denkt, da kommt jetzt sonst irgendwas. Es wird einfach nur eine ganz normale Szene. Hups. Ach man. Ich habe es aber heute wieder hier. Zack. Mit einer etwas, ja, ausgebauten Geschichte hier. Die man einfach vielleicht so schön ansehen kann. So. Zack, in etwa würde ich mir das vorstellen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo hier der Boden anfängt. Nehmen wir den mal. Zip, da fängt er an. Na. So, der muss aber, glaube ich, noch weiter nach hinten. Ansonsten wirkt das nicht. Und weiter so. Und dann funktioniert das. Zip und zip. Ich habe schon ewig nicht mehr mit so einem Backdrop gearbeitet, muss ich sagen. Glaube ich. Von daher entschuldigt mir jetzt die gewissen Unannehmlichkeiten, die das bereitet. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Licht oder mehrere im besten Fall. Kein Cube, sondern ein Mesh. Ein Plane. Und da würde ich sagen, machen wir vielleicht, also auch nichts groß Spektakuläres. Zip, einfach das Ganze so. Gefällt mir jetzt noch nicht ganz so. So vielleicht. Ich werde das mal im Objektmod. In den Object Data kurz umstellen in Wire, dass man da das nicht sehen kann oder beziehungsweise dass da mir das nicht auf den Sack geht.
So, und jetzt wird die Brille folgendermaßen deklariert. Wir hauen erstmal ein neues Material drauf. Oder warte mal, wir können hier erstmal ein neues Material drauf hauen. Und zwar ermischen. Ja, Stärke 1, weiß ich nicht, Stärke 3 machen wir jetzt erstmal. Gucken wir dann mal, wie es aussieht. Und das nennen wir einfach Brille Full. Und das ist ja so ein knackiges Orange-Gelb irgendwie. Mal gucken, wie das aussieht. Gucken, wie wir das mit der Roughness machen. Wie gesagt, ich mache da jetzt keine großen Spiränzchen. Und dann brauchen wir aber noch Zip Folgendes. Folgendes. Dieser Kollege hier. Moment. Steuerung L. So. Gucken, wie weit das da reinragt. Kurz mal bei der Brille gucken, wie weit das reinragt. Das geht da direkt drin über. Der müsste weg. Ich komme hier aber auch nicht zu Potte. Mal in die orthografische gehen. Na. Zack, wahrscheinlich müsste es so sein. Und das nennen wir jetzt einfach mal Metall. Sagen Assign. Deselect. Steuerung I Assign. Select. Aha. Select. Aha. So, sehr schön. Das hätten wir also. Und hier ist halt dieses gelbe Material. Und hier kommt halt so ein, ja, Glossy mit ein bisschen Roughness drauf. Vielleicht 200er Roughness. Mit so einem leichten metallischen irgendwas. Ja, also nicht sonderlich spektakulär. Und der Hintergrund wird, ja, wie wird der Hintergrund? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas cooles Blaues. Oder, weiß ich nicht, was Frühling, Sommermäßig Grünes oder, weiß ich jetzt auch nicht. Wie machen wir das? Müssen wir da mal angucken, muss ich, damit ich die Szene sehe, kann ich da besser einschätzen, was das wird. Und, jetzt nochmal kurz in die Kameraeinstellungen gehen und da noch ein paar Sachen einstellen. Light Path, ja, keine Ahnung. No Caustics ist, glaube ich, immer gut. Ich habe keine Ahnung. Cycles ist wirklich schon ein paar Tage her, muss ich sagen. Also da habe ich gar nicht mehr so große Ahnung von. Sorry. Render machen wir mal 50. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Mal sehen, wird sicherlich eine Sekunde dauern und ich sehe schon, das kommt dem, wie ich es mir vorstelle, eigentlich relativ nah. Aha. Also wir haben natürlich das Brillenglas jetzt noch nicht, das habe ich jetzt vergessen, muss ich ehrlich gestehen. Was fällt mir sonst noch auf? Eventuell... Weiß ich nicht, eigentlich mit dem blauen Hintergrund erstmal, das gefällt mir ganz gut. Die Lichteinwirkung soweit ist auch ganz hübsch, da könnte man gleich vielleicht noch ein bisschen was dran basteln. Mit dem metallischen hier, denke ich mal, sieht soweit auch ganz gut aus. Und ich muss sagen, die ist gar nicht so weit weg vom Original. Also einige Stellen fallen mir natürlich jetzt hier im gerenderten Zustand sofort auf. Ja, also hier diese Ecke fällt mir auf und hier diese Ecke fällt mir auf. Die müssen wir gleich nochmal ein bisschen improven, das kriegen wir aber hin. Und das ist doch auf jeden Fall schon mal ein schönes erstes Bild. Also hängt natürlich jetzt hier noch alles in der Luft, aber das machen wir gleich. So, was ist mir hier aufgefallen? Erstmal muss das weg. Mir ist hier aufgefallen, dass das viel zu weit vorsteht. Ja, jetzt fängt die Katze auch noch an. Die wollte auch noch was euch erzählen. Das ist immer so mit der, die will dann auch mal was sagen. Ihr kennt sie ja bereits. Aus etlichen anderen Videos. Und das muss man natürlich hier verbessern. Ich glaube, ich muss gleich mal Pause machen und die Katze rausschmeißen. So doof, wie es klingt. So, da haben wir das. Und dann habe ich diese Stelle hier, die gefällt mir auch nicht. Moment, ich muss mal kurz Pause machen.
So, und weiter ans Werk. Dann haben wir hier vorne diese Stelle, die eigentlich viel zu klobig aussieht, wie ich finde. Die ist mir vorhin schon aufgefallen. Die hatte ich dann ja irgendwie so gelassen, aber das können wir auf keinen Fall bringen. So, irgendwie versuchen, dass wir das hier ein bisschen kleiner kriegen, wenn es auch eine ziemliche Friemelei ist hier. Und das zerstört uns auch unser ganzes Mesh. Ist nicht ganz so cool. Weil jetzt halt die Brille auch schon gebogen ist, kann man das halt nicht mehr so schön nachformen. Aber so dürfte das eigentlich gehen. Ich merke gerade, dass ich wieder sehr konzentriert bin. So, jetzt geht gleich irgendwas auf. Antivir oder sowas. So, weg damit. Das kennt ihr ja auch schon aus meinen Videos, dass da immer mal Antivir aufgeht. So. Hier können wir noch was verbessern. Jetzt geht da nochmal Antivir auf. Leck mich am Arsch. So. Ja, so in dem Dreh irgendwie. Vielleicht hier oben noch das ein oder andere improven. Aber wahrscheinlich wird das mit dieser großen Kante hier bleiben. Also ich meine, es ist in Realität auch so, weil dort ja dann der Bügel anfängt. Hier, das geht ja dann hier in diesen Bügel rein. Ups, das sieht man ja an der Stelle auch. Halt jetzt auch nicht so schön. Warte mal, das müssen wir auch noch irgendwie verbessern. Wie gesagt, halt doof, dass das jetzt schon gebogen ist. Deswegen wollte ich das vorhin halt auch nicht biegen. Weil sich sowas dann immer sehr blöd machen lässt, wie ich finde. 2. Gut, das müsste man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Ich mache es jetzt trotzdem mal. So, hier ein bisschen schmal das Ganze noch machen. So, aber ich denke, so vom Grundlegenden her dürfte es das auf jeden Fall sein. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal so. Und das nennen wir jetzt hier einfach mal Glas. Was hat das überhaupt für eine Farbe? Das hat so eine, naja, dunkelblau-grüne irgendwas Farbe. Vielleicht sowas in dem Dreh, relativ getönt, sagen wir mal, so vielleicht, müssen wir mal gucken, wie das gleich aussieht, ob das nicht zu dunkel ist, nehmen wir lieber ein dunkles Grün, nee, das Grün passt nicht, also bleiben wir mal bei diesem, ein bisschen, oder ist es schwarz, ich weiß es gerade nicht, Freunde, aber es nimmt sich ja auch nicht viel, machen wir das mal so. Mal gucken, was der Boss hinterher sagt, wenn er das Renderergebnis der Brille sieht. Ob er da begeistert von ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich vermute mal, das wird zu dick sein da. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Einstellung fürs Material liegt. Oder an der Materialeinstellung liegt. Oder ob das an dem Solidify liegt. Dass man da jetzt durch die Gläser nicht so richtig durchgucken kann. Eigentlich müsste man ja, wenn ich hier so durchgucke, kann ich da durchsehen. Von daher, ich breche das mal ab. Wir müssen vielleicht das mit dem Modifier nochmal verbessern. Ups. So, wir hauen hier nochmal eine 0 rein. Machen dann mal 5. Wenn wir den, achso, Moment, ja, applyen. Wenn wir den applyen, haben wir ja das Mesh komplett, sozusagen. Ach, scheiße. Das ist ein Geraffel hier, so. Moment mal, wir blenden das mal aus hier. Genau, dann haben wir das komplette Mesh. Zip. Und zap. Und, rendern das mal kurz so. Ich würde vielleicht gerne folgendes... Achso. Alter, ich würde vielleicht gerne folgendes machen, dass diese jetzt mal nicht mitgerendert wird. Dann schauen wir uns das einfach nochmal an, wie es jetzt aussieht. Also jetzt wirklich nur das Glas sozusagen. Aber es ist immer noch so. Ich glaube, das liegt dann eher an der Materialeinstellung. Da müssen wir ein bisschen heller gehen. Kann ich das mal abbrechen. Wie gesagt, man muss dran denken, ich rendere das hier alles auf CPU und nicht auf GPU. Von daher bitte ich da ein wenig um Nachsicht,
dass das ein bisschen dauert da mit dem Rendern. So vielleicht. Ich weiß nicht. Warte mal, wir machen das mal ganz weiß und ziehen dann einfach den Graufaktor runter. Vielleicht so. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen spielen und eine extern noch eine Farbe hinzuspeisen. Ja, aber das kommt dem, glaube ich, schon etwas näher, soweit wie ich das jetzt sehe. Wie gesagt, wir haben jetzt hier, wie viel haben wir? 240 kann doch gar nicht sein. Wo steht denn das jetzt hier? Macht er da 240 draus? Nee, Moment mal. Samples beim Rendern 50, aber der berechnet das ja jetzt anders. Ja, es ist mir immer noch zu dunkel. Wir hauen mal 25 Samples rein, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Geht mir selber fast schon auf den Sack hier. Material, das ist das doch. Machen wir das mal so. Weil so müsste es ja eigentlich sein, dass man wirklich durchgucken kann. Genau. Da haben wir das so gut. Dann müssen wir das wahrscheinlich so machen. Ich meine, es ist ja an sich, ist es ja kein Glas. Es ist ja Plastik hier bei dieser Brille. Und von daher müssen wir das dann so machen, dass wir da einen Mix-Shader nehmen und das Ganze einfach gemixt machen. Lüllüllüll, müssen wir mal überlegen. Also so sieht es halt auch schon ziemlich cool aus, aber es ist dann halt nicht so wie das Original. Von daher, Material, Input, Shader, Diffuse. Und jetzt brauchen wir Color Mix. Ziehen den hier zusammen, ziehen den hier rein. Jetzt würde ich gerne mal Folgendes machen, um vielleicht eine, Moment mal, 3D-View in die Kamera. Und dann würde ich hier gerne mal, falls es möglich ist, eine Vorschau reinziehen. Jetzt ist es natürlich wieder schwarz. Warum? Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt rausfinden. Punkt 2. Ach so, weil es weiß ist? Nee. Das wird jetzt ein Gefriemel. Warte mal, wir sind doch aber Beckmann Glossy. Ja, wir probieren mal, was ist, wenn wir das tauschen. Ist immer noch so. Warum ist denn das jetzt so dunkel? Hä? Moment mal kurz. Ich muss mich nochmal davon überzeugen. Jetzt ist es wieder dunkel. Okay. Dies ist interessant. Color. So ist es. Dunkel. Moment mal. Ach Mensch, ich bin ja vielleicht ein Vollhorst, ey. Wir brauchen keinen Color Shader, sondern einen Mix Shader. Surface. Aha. Mahlzeit. Guten Morgen. So. Das ist der Trick, auf den sehr viele reinfallen. So, und wir wollen ja ein relativ durchsichtiges Glas haben mit einer relativ blauen Färbung. Ja, der voll super funktioniert. Das heißt, wir müssen hier mal mehr dazugeben. Oder vielleicht noch mehr. Ja, so in etwa hätte ich mir das gedacht. Aber noch ein bisschen dunkler und dann vielleicht ein bisschen weniger. Nee. Also es ist natürlich immer ein Gefriemel, ne? Und es kommt auch auf den persönlichen Geschmack an. Wie findet man es selber und so weiter. Und so Geschichten. Aber so finde ich es jetzt eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, so lassen wir das jetzt auch. Was ist hier los? Zack. Jetzt nehmen wir nämlich den Kollegen einfach nochmal. Richten uns hier mal kurz ein zweites Fenster ein. Das mache ich zum Beispiel auch mal ganz gerne so, wenn ich Szenen vorbereite, dass ich mir hier noch so einen zweiten View hinpacke und dann dort einfach nochmal die Möglichkeit habe,
Sachen zu basteln. So. Machen wir das vielleicht mal so. Wir müssen die andere ja eh gleich noch anpassen. Machen wir das vielleicht in etwa. Ups. So. Und bei der würde ich jetzt halt ganz gerne zum Beispiel hier das, was wir ja vorhin noch hatten. Zip. Ihr wisst, was jetzt kommt. Hoffe ich. Zip. Ja, klappt ja voll supi. Moment. Müssen wir mal das Clipping abschalten. Zack. Jetzt können wir die im Kompletten nochmal nehmen. Und einfach mal auf den Boden legen. Sozusagen. Natürlich, ich könnte jetzt auch den Mirror applyen, ja, und dann dort noch einen Bügel einzeln hinpacken oder was in der Richtung. Das ginge alles. So. Und dann hauen wir hier vielleicht einfach noch, weiß ich nicht, wie könnte man das machen? Hier noch eine Brille hin, wo man dann so halb durchgucken kann oder sowas. So, zack. Mir gefällt die Position von der noch nicht so ganz. So vielleicht. Und die ist so etwas weiter im Hintergrund. Jetzt haben wir keinen direkten Bildmittelpunkt. Das wiederum bedeutet, dass natürlich die Katze draußen anfängt zu schreien. Wir duplizieren uns das einfach mal. Ups, ich sollte auf den Bildschirm gucken, wo ich 3D drehe, ansonsten wird es kompliziert. Ja, mein Mizi. Ich mache hier ein Tutorial, da kannst du jetzt mir nicht auf den Sack gehen. Ja. So, zip und zip. Obwohl, der ist ja eigentlich schon ganz unten. Mir gefällt das hier noch nicht so richtig, wie das hier ist. Aha. Deswegen nehme ich. Weil ich hier natürlich noch einen vergessen habe. Und jetzt haut das hier auch besser hin. So, das müssen wir jetzt kurz ein bisschen auskundschaften. Wie wir das hier am besten machen. Vielleicht sowas in dem Dreh. Oder so. Dann könnten wir eigentlich diese Brille hier auch ein bisschen mehr drehen, dann hat die mehr Mittelpunktcharakter. Oh, die Katze, ey. Braucht jemand eine Katze? Nein, Spaß. So, zip. Den vielleicht noch ein Stück zurück. Wo mir das eigentlich ganz gut gefallen hatte, wenn man hier so ein bisschen durchgucken kann. Vielleicht auch. Nee, das nimmt zu viel weg, wa? So. Drehen wir es vielleicht nochmal auf. Ja, zu weit will ich es eigentlich auch nicht drehen. So. Zack. Haben wir das. Und jetzt hauen wir den mal kurz wieder mit in den Rendervorgang rein und rendern das einfach mal raus, wie es aussieht. Und ich pausiere mal kurz die Aufnahme. So, ein gutes Minütchen hat die Renderzeit jetzt gebraucht für 25 Samples, juhu. Und ja, mir gefällt das soweit eigentlich ganz gut. Mir fehlt allerdings noch irgendwie ein bisschen Licht. Ups. So, zack, deswegen schaffen wir uns einfach noch ein bisschen Licht ran. Was schaffe ich denn? So, zack. Würde ich sagen, machen wir einfach so noch ein bisschen Licht rein in die Szene. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir von hinten keine Schatten da irgendwo hinwerfen oder irgendwelches Gelumpe, was da immer so gibt. Und was ich gerne machen würde, was glaube ich auch ziemlich cool aussehe, das müsste man mal gucken, wie man das am günstigsten bewerkstelligt. Vielleicht mit dem Circle.
der einfach mal. Oder nee, wir lassen ihn auf 32 Unterteilung. Zack. Machen das einfach mal so. Ein bisschen größer. Extrudieren den einfach mal nach innen. Ich weiß nicht, wer jetzt sich schon vorstellen kann, was da kommt. Aber wenn, dann könnt ihr es ja für euch behalten. So. Das ist jetzt einfach mal so. Ich extrudiere den jetzt einfach mal auf Z noch ein Stück raus. Hau da mal ein Zweier Subsurf drauf. Jetzt ist der natürlich sehr unrund, wenn man das so sagen kann. Ja, wie macht man das denn jetzt? Nee, das funktioniert so alles nicht. Ja, was ich machen wollte, ist eigentlich hier hinten vielleicht so eine kleine Leuchtwurst hinzulegen. Haha, eine Leuchtwurst. Leuchtwürste sind immer sehr schön. Die sehen vor allen Dingen besonders schön aus. Aber ich möchte das so haben, dass das nicht so leuchtwurstig aussieht, sondern irgendwie ein bisschen schöner. Vielleicht, also so wie so eine Art Bildabgrenzung, dass dann da halt Schluss ist. Ist halt die Frage, ob wir das so hinkriegen. Wir machen das mal folgendermaßen. Zack und zack. Und grenzen uns hier den Kollegen noch ein bisschen ab. So, zack, jetzt ziehen wir. Oh, was da denn jetzt wieder? Jetzt ziehen wir uns die Leuchtwurst hier noch ein bisschen ran. Ja, es funktioniert wieder super. Zip. So, und dann müsste das eigentlich so auch ganz geschmeidig sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Sollte eigentlich. Gucken wir mal, was dann hinterher das Ergebnis dazu sagt. Öffnen die mal noch so ein bisschen. Ist nicht sonderlich spektakulär. So, zack. Jetzt hauen wir da natürlich auch noch Material drauf. Und zwar ein Ermischen natürlich. Zack. Und zwar mit der Stärke, ja, was wird das sein? 5 vielleicht. Und warte mal, der Hintergrund ist so. Also machen wir den mal in so einem. Ja, wie könnten wir den machen? Grün eigentlich, denke ich mal, könnte cool sein. Müssen wir mal gucken, was da besonders cool aussieht. Mal sehen, vielleicht sieht es auch total scheiße aus. Ich habe sowas noch nie probiert. Mal sehen. Und hier, das Licht könnte auf jeden Fall mehr Power vertragen. Was haben wir hier eingestellt? Auch 5. Machen wir hier mal 3.5. Wir stellen auch gleich noch ein Depth of Field ein und so weiter. Und dann schauen wir einfach mal, wie unsere Leuchtwurst aussieht. Ich sehe schon, das wird wohl nicht so das werden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, also mit der Leuchtwurst ist es jetzt eher so, dass ich sagen würde, ja, lassen wir mal lieber. Also bisher zumindest. Oder es ist vielleicht noch eine falsche Farbe, ich weiß es nicht. Vielleicht sieht es im Dunkelblau auch besser aus, aber es passt sich so überhaupt nicht ins Bild ein. Nee, das geht nicht, das können wir nicht machen. Die Leuchtwurst fliegt wieder raus. War eine gute Idee, aber war schlecht. Von daher lassen wir das jetzt einfach so. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Compositing, bevor wir das allerdings machen. Ach ja, es ist heute auch schon wieder so ein Rumgespringe zwischen den Themen. Hauen wir erstmal noch ein Empty rein. Und nennen das Plane Axis. Machen das mal größer und höher. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier demnächst unser Depth of Field. Zack, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch so machen muss. Ich mache das so. Wenn man es nicht mehr so machen muss, dann ja, muss man es nicht mehr so machen. Hallo? Hallo? Depth of Field, wo muss man das denn einstellen? Ich habe keine Ahnung mehr, glaubst du das? Du lieber Gott. Da muss man das in der Kamera einstellen. Ich glaube, das muss man in der Kamera einstellen, oder? Ja, aha.
So, empty. Ja. Ups. Wieder an den falschen Dingern gedreht. Limits. Aha, jetzt geht's doch vorwärts. Und jetzt haben wir hier unser Depths of Field haben wir jetzt hier. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier einfach an die Stelle in etwa das, die Depths of Field. Weil die Deppen mögen man natürlich, von daher müssen die da mit dabei sein. So, zack, Radius und so weiter, bla bla. Whatever, keine Ahnung, müssen wir jetzt alles einstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles ging. Mal noch schnell ein Tutorial angucken. Mal gucken, vielleicht macht das ja auch automatisch, weil es Cycles ist, aber ich glaube nicht. Schön wär's. Ja, ich pausiere, glaube ich, nochmal die Aufnahme. So, und was mir gerade auffällt, unsere Brille schwebt hier, das müssen wir gleich noch verändern. Und die könnte eigentlich auch noch ein Stück runter und hier habe ich auch noch was gesehen, was so nicht sein sollte. Von daher müssen wir das hier auch gleich nochmal verändern oder verbessern. Zack. Wupp. So, der muss weiter nach hier. Wo ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht fand, das da so zu haben. So, jetzt schwebt er nicht mehr. Die hat auch geschwebt ein bisschen. So, mit der ging's. Ja. So, mit der ist ja egal. Die ist ja außerhalb des Radiuses. So, und jetzt gehen wir mal in den Compositor und sagen hier Use Notes Backdrop. Und ja, mal sehen. So, Output erstmal ein Viewer reinhauen. Natürlich immer ganz wichtig, dass man erstmal was sieht. Warum ist das hier eigentlich seit neuestem immer so klein? Ich habe keine Ahnung. Das können wir hier überhaupt mal zumachen. Das geht mir sowieso schon wieder auf den Sack. Und das machen wir mal zu. Das brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht. Wir brauchen nur unser gerendertes Bild. Obwohl wir das eigentlich gerade nochmal neu rendern könnten. Sorry. So, jetzt habe ich den Kollegen nochmal rausgerendert. Und ja, ist doch wesentlich hübscher. Und jetzt gucken wir mal, ob ich das hier alles noch so hinkriege. Ich vermute nicht, aber wir schauen mal. Bestimmt ein Mordsgegimpe. Zack, dann müssen wir hier noch Z reinziehen. Und das hat ja schon mal halbwegs gut geklappt. Und jetzt habe ich schon mehr gar keine Ahnung, was hier was war. Was war mit Preview, Use Z-Buffer? Ich weiß es nicht mehr. 25, was macht? Müssen wir jetzt mal kurz ausprobieren, was das hier macht. 50, 100, 120, 150. Ach so, geht ja gar nicht. 10. Aha, ja genau, so war das. So, dann haben wir das. Mal gucken, dass wir das vielleicht halbwegs anständig eingestellt kriegen. Zip. Ja, ist jetzt sehr extrem. Vielleicht doch lieber 15. Hier ist auch irgendwie ein komischer Pixelfehler oder irgendwas. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das sieht ja auch aus. Ja. Weiß nicht, woran das liegt. Gucken, ob wir das noch irgendwie wegkriegen. Also ich will jetzt hier keine großen Aktionen starten. Sondern nur ein bisschen, weiß ich nicht, Color Correction. Nee, das vielleicht nicht. Color Balance ist es, genau. Das könnte man noch machen. Und dann schauen wir mal. Also, zack. Zip. Vielleicht so. Oder andersrum. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für was war. Nee, andersrum ist scheiße. Machen wir es ruhig mal ein bisschen übertrieben. Was soll's. Achso, jetzt habe ich hier vor lauter Schreck natürlich den auch wieder rausgenommen. Genau. So, zip. Machen wir es mal so. Dann hauen wir natürlich noch,
RGB-Curves können wir noch ein bisschen rumspielen. Bisschen intensiver machen das Ganze. Mit so einer leichten S-Form. Nicht zu doll. Nur ein bisschen. Obwohl, eigentlich sah gar nicht schlecht aus. Sehr übertrieben vielleicht, aber macht nichts. So. Noch irgendwas? Nee. Mix. Nö. Ich denke, das lassen wir jetzt einfach mal so. Ja, ich denke, das ist so in Ordnung. Und jeder, der da noch mehr machen möchte, kann da natürlich noch mehr machen. Und dann machen wir das einfach mal so, gehen mal wieder zurück. Und dann rendere ich das jetzt einfach mal raus auf, ja, was wird das werden, du lieber Gott. 2500 vielleicht. Oder machen wir mal 2000, das ist eigentlich auch meist in Ordnung. Und dann füge ich das jetzt an dieser Stelle ein, wenn es schnipst. Und hier seht ihr das fertige Renderergebnis. Ja, viel Spaß damit. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Könnt mir gerne mal ein Feedback dalassen, wie es euch gefallen hat. Und ja, ich freue mich natürlich über Videoantworten, wer das mitmachen möchte oder selber seine Brille mal modellieren möchte oder. Vielen Dank fürs Zuschauen und morgen geht es natürlich weiter in altgewohnter Manier mit Lass bauen in Blender Part 51. Ja, genau. Also bis dahin, bleibt aufmerksam oder so. Ciao, ciao.